Podcast Now. Na, kommt zu Till. Ja, ich habe ein Buch gelesen. Ihr Lieben. Hörerinnen und Hörer. Und ihr Lieben Martina und Oliver. Das Buch heißt Von Golgatha nach Auschwitz. Die Mitverantwortung des Christentums für den Holocaust. Und das hat Reinhold Schlotz geschrieben und es ist im Alibri Verlag erschienen. Und ich habe das Buch gelesen und will euch jetzt über dieses Buch berichten. Und mein erster Gedanke ist, wenn man diese Überschrift, also diesen Titel und diese Unterüberschrift liest, ich finde das ja eine relativ heftige These, die da formuliert wird, ne? Die Mitverantwortung des Christentums für den Holocaust. Und ich finde, eigentlich stecken da schon zwei Thesen drin, ne? Die erste wäre, das Christentum ist irgendwie, hat antijüdische Inhalte. Und die zweite These ist, dass die Nazis irgendwie sich aufs Christentum beziehen oder so. Ich kann es schwer formulieren, aber ich finde, das sind eigentlich zwei Thesen in diesem Untertitel versteckt. Und dann war ich ziemlich gespannt, wie dieser Reinhold Schlotz jetzt, also das sind ja auch sehr hart, also das ist ja schon eine krasse Anschuldigung eigentlich, die da mitschwingt. Und deswegen war ich gespannt auf das Buch. Viel direkter kann man nicht sein, ne? Ja, genau. Und das Buch ist nicht sehr groß und nicht sehr dick. Das hat 100 Seiten irgendwie, 110 Seiten. Und ich habe angefangen zu lesen und muss sagen, ich fand das nicht so einfach, weil das Thema natürlich schwierig ist. Und es ist aber auch so, dass das Buch, für mich liest sich das wie ein Lexikon-Eintrag. Und Lexikon-Einträge sind ja so geschrieben, dass die schon sehr verdichtet sind und sehr, sehr verkürzt und sehr zusammengefasst schon sind. Weil Lexikontexte sind ja keine ausschweifenden Prosatexte. Und so liest sich meiner Meinung nach das ganze Buch. Und deswegen fand ich das relativ anstrengend, das zu lesen. Und außerdem greift das Buch natürlich schon auch weit zurück in der Geschichte und hangelt sich so chronologisch entlang. Und das war für mich auch schwierig, weil ich in Geschichte nicht so gebildet bin. Und die ganzen Daten und Zahlen, die er so nennt, die sagen halt jemandem mehr, der mehr von Geschichte versteht. Da ist es wahrscheinlich für jemanden, der ein bisschen stärkeren Hintergrund im Geschichtswissen hat, ein bisschen einfacher, diese Zeiträume einzuordnen in so einen gesamtgeschichtlichen Zusammenhang. Und das, muss ich sagen, ist von mir eigentlich eine kleine Schwäche. Ich habe das trotzdem jetzt versucht zu lesen und starte hiermit also den Versuch, euch zu erklären, wie dieses Buch, also was da drin, was ist das eigentlich, was ist da jetzt los? Wie gesagt, das Buch geht sehr chronologisch vor. Der Autor, der hangelt sich sozusagen von den Anfängen des Christentums bis in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Und das ist ein bisschen so gemacht, dass er ziemlich detailliert aufzeigt, wo alles antijüdische Tendenzen oder Aussagen oder Stellungnahmen oder Standpunkte im Christentum vorkommen. Und wenn wir also chronologisch dem Buch folgen, es fängt an mit dem Neuen Testament. Der Autor bringt super viele Bibelstellen aus dem Neuen Testament und Zitate daraus, wo ganz klar so antijüdische Sachen gesagt werden. Also ich lese das jetzt nicht alles vor, weil das ist, glaube ich, ein ziemlich fleißiger Autor. Der hat da echt viel zusammengetragen und zeigt dann also, dass also schon das Neue Testament ganz viele Stellen enthält, wo und zwar nicht so zwischen den Zeilen, sondern ziemlich direkt so antijüdische Stellen kommen. Ne? Gibt es da Beispiele? Ja, ich kann mal ein Beispiel hier geben. Also, es fängt an mit, diese Bibelstellen haben immer so Namen. Titus 1, 10 bis 11. In seinem Brief an Titus bezeichnet Paulus die Juden als aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Dann geht's weiter. In seinem Brief an die Römer benennt Paulus unter der Überschrift »Auch die Juden sind Sünder« eine Reihe von Vorwürfen. Doppelpunkt. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Der du Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Und so weiter und so weiter. Dann noch ein Zitat. Im Johannesevangelium spricht Jesus zu den Juden, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Bla bla bla. Wer ist denn der Vater? Der Abraham. Ja. Ach so. Könnte auch Moses. Moses. Moses, der Vater der Juden. Der Papst aller Juden. Der war ein Menschenmörder. Abraham weiß ich nicht. Dann schreibt er, im Neuen Testament werden die Juden deutlich als die Mörder des Jesus von Nazareth dargestellt, was sich im trinitarisch-katholischen Christentum zum perfiden Mord am gottgleichen Jesus erweitert. Ja. So, also das Neue Testament ist schon mit Judenhass gespickt. Dann kommt ein Kapitel darüber. Meine Frage, ist das denn auch generell mit Hass gespickt? Also auch gegen zum Beispiel die Babylonier oder andere? Also
Wenn ich mich erinnere an, was ich gelesen habe, würde ich sagen, nein. Also, die bekommen eine Sonderrolle. Ja, fast alle Akteure sind Juden. Na gut. Ja, dazu kann ich auch nichts sagen, weil ich bin kein Bibelexperte und Ist ja klar. Buch beschäftigt sich halt damit darzulegen, dass Judenhass schon immer ein großer Bestandteil des Christentums war. Ja. Und das legt er halt da und zeigt dann halt chronologisch ziemlich detailliert alle möglichen Stellen auf, wo dieser Judenhass deutlich zu sehen ist. Ja. Deswegen sagt er jetzt keine Abhandlung über das Neue Testament im Allgemeinen, ne, sondern der pickt halt die Stellen raus, wo seine These, wo er seine These bestätigt sieht. Keine Ahnung, ich kenne das Neue Testament nicht. Kann sein, dass da auch pro-jüdische Thesen drin sind, aber halt auch anti-jüdische Sachen. So, das nächste Kapitel geht dann über die ersten Kirchenväter, so ein paar Heilige und die ersten Bischöfe, die es so gab. Das ist so die Zeit von 150 nach Christus bis 400 nach Christus. Da bringt er dann ganz viele Zitate von denen, wo die halt antijüdische Sachen sagen und wie böse die sind, weil ein böser Engel sie beschwatzte. Er nennt sie seelisch krank, verkommen, blind, lahm, Götzenkinder, Hurenkinder, voll jeder Schlechtigkeit. Das sind dann so Sachen, die Leute über die Juden sagen. Das sind die ersten Bischöfe, wie gesagt, und irgendwelche Heilige, die dann meistens nachher auch heilig erklärt worden sind. Und andere Heilige, die da halt, also 1000 Zitate, wo irgendwie die schlimmsten Sachen über die Juden behauptet werden. Und das sind so die ersten Kirchenväter, die es überhaupt gab. Dann kommt der Kaiser Konstantin I., der ernennt das Christentum, also der erkennt das Christentum als Religion an. Vorher war das noch nicht mal als Religion anerkannt, sondern vorher wurden die Christen teilweise verfolgt. Und der Konstantin sagt dann, nee, das ist schon Religion, das dürfen die machen. Und 380 nach Christus kommt dann der Theodosius I. und der macht das Christentum ja dann in Rom zur Staatsreligion. Und jetzt schlagen die Christen richtig zurück, ne? Vorher waren sie so ein bisschen dumm angesehen und vielleicht sogar verfolgt. Und jetzt, ab da geht es eigentlich los, dass die Christen die Macht ergreifen und auch ordentlich zurückschlagen teilweise. Danach kommt ein Kapitel in dem Buch, wo der Judenhass diverser Heiliger nochmal nachgewiesen wird. Es geht zum Beispiel um den Heiligen Johannes Chrysostomos, der von 344 bis 407 gelebt hat. Dann der Ambrosius von Mailand, der 339 bis 397 gelebt hat. Dann der heilige Hieronymus, der heilige Augustinus, der heilige Kyrill und was die alles gesagt haben gegen die Juden. Das sind also immer wieder ähnliche krasse Formulierungen, dass das Schweine sind, dass die alle Sünde auf sich vereinen, dass die dumm sind, dass man denen, also die werden da aufs Übelste beschimpft. Ich kann ja auch mal hier so ein paar Zitate machen. Der heilige Ambrosius von Mailand sagt, ich erkläre, dass ich die Synagoge in Brand gesteckt habe, ja, dass ich den Auftrag dazu gegeben habe, damit kein Ort mehr sei, wo Christus geleugnet wird. Also der heilige Ambrosius von Mailand ist gegen Synagogen vorgegangen und erklärt die Brandstifter von so einer Synagoge zu Vorbildern. Der heilige Hieronymus, der sah in Juden nur Untermenschen, nannte das Beten von Juden Eselsgeschrei und betonte, dass, wenn es nötig sei, Juden und das Judentum zu verabscheuen, um ein guter Christ zu sein. Also schon ziemlich abwertend. Ja, kann man so sagen. Der heilige Augustinus, nachdem haben die Juden in alle Ewigkeit den Fluch auf sich geladen und können nur als Sklaven geduldet werden. Ist das der, den wir jetzt für sein Bier feiern? Der Augustinus, auch das kann sein. Nach Ansicht des katholischen Historikers Friedrich Herr ist Augustinus für über 1000 Jahre zu der großen kirchlichen Autorität geworden, die überall dort berufen wird, wo es um die Einführung von Inquisition, Folter und Scheiterhaufen geht. Der praktische Antihumanismus, die faktische Unmenschlichkeit in den Christentümern Europas, wurzeln in der theologischen Konzeption Augustins. Also der hat sich da auch hervorgetan. Und die Liste geht weiter. Also das sind alles die wichtigsten. Das sind alles Beispiele von Leuten. Ja, aber das sind alles die wichtigsten Figuren im mittleren Christentum. Ne? Genau. Die das mit die diverse Schichten des Christentums geprägt haben. Das sind nicht irgendwelche Leute. Ja, das sind zentrale Leute. Das sind zentrale Leute und deswegen hat der Autor, der Reinhold Schlotz, die auch rausgepickt. Über den heiligen Kyrill schreibt er, von Katholiken als Kirchenvater verehrt, bezeichnete die Juden als Kreuziger, Herrenmörder und als geistig erblindet. Im Jahr 414, zwei Jahre nach seiner Ernennung zum Bischof, ließ er sämtliche Synagogen Ägyptens beschlagnahmen und in christliche Kirchen umfunktionieren. Da wurde also von großen, wichtigen Leuten mit System antijüdische Sachen gemacht und gesagt.
Dann gibt es ein Kapitel über so Konzilien und Synoden. Das sind ja so Treffen, wo dann Sachen beschlossen werden, wie die Kirche zu irgendwelchen Themen steht. Und dann werden Gesetze gemacht und offizielle Stellungnahmen verabschiedet. Und dann gab es in Spanien eine Zeit, wo es einige solcher Synoden und Konzilien gab. Die haben meistens in Toledo stattgefunden. Und da wurden dann lauter so Gesetze für die spanischen Katholiken und spanischen Leute erlassen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass in Toledo 633 eine Synode war und da wurde beschlossen, dass die Kinder von jüdischen Eltern von den Eltern getrennt werden sollen, damit sie nicht weiter dem Judentum ausgesetzt sind. Dann, dass die Synode von Toledo von 693 hat sich besonders mit den sogenannten heimlichen Juden beschäftigt. Heimliche Juden haben die Juden genannt, die vorher zum Christentum zwangskonvertiert worden sind. Aber jetzt hat man sich überlegt, nee, das gilt eigentlich gar nicht richtig. Die sind bestimmt heimlich immer noch Juden. Dann fand man die auch doof, obwohl man die vorher selber konvertiert hatte. Ja, das heißt, du konntest aber auch nicht machen als jüdische Person. Du konntest auch nicht mal konvertieren und sagen, ja gut, dann mache ich ja bei euch mit. Kein Ausweg. Kein Ausweg. Dann die Synode in Toledo von 694. Teilweise wurden Juden enteignet, in Knechtschaft gebracht. Und diese Beschlüsse auf den Synoden da in Spanien, in Toledo, hatten dann auch Auswirkungen auf andere Synoden in zum Beispiel Frankreich, die so ähnliche Sachen gemacht haben. In Deutschland war Karl der Große, der hat die Juden geachtet. Der war nicht so Judenhass erfüllt. Aber anderswo in Europa waren die Leute eigentlich auch den Juden nicht so wohlgesonnen. Zum Beispiel der heilige Agobard, der hat die Juden gehasst. Der heilige Agobard, das ist dieser Autor hier, der sucht halt ganz viele von diesen Leuten raus. Und wärst du mal an der Zeit, die Leute zu entheiligen? Ja, die sind alle heilig. Kann man denen das nicht mal aberkennen? Ja. Vielleicht steht da kein dringender Bedarf. Ja, ich meine, Folter, Inquisition, Scheiterhaufen, ist jetzt ja auch nicht so lobenswert. Ja, sollte man das nicht auch machen? Ich dachte nur, weil die Kirche so ethisch so fortgeschritten ist. Also dieser heilige Agobard, der Erzbischof von Lyon, der schreibt in einem Brief an den Erzbischof von Narbonne über die Juden, die dem mosaischen Gesetz unterworfenen, also das mosaische Gesetz, das kommt von Moses, ne, das, der meint die Juden, sind verflucht und mit dem Fluch überdeckt wie mit einem Kleidungsstück. Der Fluch hat sich wie Wasser in ihre Eingeweide gezogen, wie Öl in ihre Knochen. Sie sind verflucht in der Stadt und verflucht auf dem Lande, verflucht ihr Eingang und verflucht ihr Ausgang. Verflucht ist die Frucht ihres Leibes, ihrer Erde, ihrer Herden. Verflucht sind ihre Vorratskammer, ihre Speicher, ihre Werkstätten, ihre Nahrung, die Krumen ihrer Mahlzeiten. Denn wenn sie alle verachtenswert sind, weil sie sich als Feinde der Wahrheit erweisen, so sind jene es umso mehr, weil sie größere Feindschaft gegen die Wahrheit bezeugen. Die Juden jedoch lügen in allem. Sie lästern in jedem Belang unseren Herrn und Gott Jesus Christus und seine Kirche. Weiter steht für seine katholische Kirche fest, zwischen Kirche und Synagoge ist ein friedliches Zusammenleben unmöglich. Agobard erklärt also die Juden als die Feinde Gottes und die Synagoge als die Synagoge des Satans. Dann der heilige Prudentius, der Bischof von Troyes, beschuldigte die Juden, die Plünderung von Bordeaux durch die Normannen veranlasst zu haben. Diese Verleumdung hatte aber zur Folge, dass über 300 Jahre dem Oberhaupt der Juden von Bordeaux an jedem Karfreitag vor dem Hauptportal der Kathedrale zur allgemeinen Volksbelustigung eine Ohrfeige verabreicht wurde. Also man hat das als schöne Sitte eingeführt. Judenhass institutionalisiert und als Sitte in die Gesellschaft eingeführt, sodass das zu einer Normalität wurde und zu einem lustigen Spektakel hat man das so ins Alltagleben, hat man diesen Judenhass integriert. Ne? Mhm. So, dann der heilige Papst Benedikt der VIII. Hat gesagt, hier sind Juden, die sind am irgendeinem Orkan und Erdbeben war da, die sind daran schuld, hat er 102 Juden ermorden lassen deshalb. Also es ist absurd und echt grausam. Und dann bewegen wir uns geschichtlich langsam auf die Kreuzzüge zu. 1069 haben sich die ersten kleinen Gruppen von Bauern und Rittern gegen Muslime in Gang gesetzt. Aber überall, wo die langgezogen sind, haben die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und direkt auch die Juden, die sie gefunden haben, mit ermordet. Teilweise haben sie die ermordet, teilweise haben sie gesagt, ihr könnt auch hier gerne noch euch zwangstaufen lassen. Teilweise haben sie die dann danach ermordet. Teilweise haben die Stadtoberhäupter gesagt, ja, jetzt kommen ja bald hier diese Kreuzzügler, aber wenn ihr uns 7000 Goldstücke gebt, dann beschützen wir euch. Dann haben die armen Juden in ihrer Not das Geld bezahlt und dann sind die trotzdem den Kreuzzüglern zum Opfer gefallen. Also diese Kreuzzüge ziehen dann eine Spur der Judenmorde auch hinter sich her. Der listet das ziemlich genau in dem Buch hier auf, in welcher Stadt wie viele Juden ermordet worden sind. Das ist total krass. Also die Kreuzzüge waren nicht nur gegen Muslime, sondern auch gegen Juden.
Dann gibt es immer mehr Bullen und Konzilien im Laufe der Geschichte. 1215 zum Beispiel ist eine Kennzeichnungspflicht eingeführt worden für Juden. Gregor IX. Von 1227 bis 1241 hat die Inquisition ins Leben gerufen, die sich auch mit Juden beschäftigt hat, nicht nur mit Hexen. Und für die Inquisition hat er dann zwei solcher Orden besonders beauftragt, nämlich die Dominikaner und die Franziskaner. Beides leckere Biere, wie man hier sagt, ne, wo keiner mehr heute drüber redet, dass die irgendwie offensichtlich die Hauptbeauftragten des Papstes waren, wenn es um die Inquisition ging. Und dann fährt das Buch fort, damit Mitglieder der Dominikaner und Franziskaner zu beschreiben, die wichtige Positionen innehatten und wie die dann im Detail gegen Juden vorgegangen sind. Die haben also auch irgendwelche immer so Gesetze erlassen und so Bestimmungen gemacht und Hass verbreitet. Also das ist alles sehr detailliert hier. Zum Beispiel gab es 1478 sogenannte Autodafés in Spanien. Da hat man Juden, die man gefunden hat, öffentlich hingerichtet und das war als Volksfest gefeiert. Jeden Sonntag wurden dann wieder ein paar Juden hingerichtet und das wurde gefeiert und hatte dann den tollen Namen Autodafé oder irgendwie ein spanisches Wort, glaube ich. Also wie auch eben schon mit dieser Ohrfeige, das wird dann so als Spektakel inszeniert und in den Alltag integriert. Ne? Da trifft ja nur die anderen. Und verdient haben sie auch. Und kurze Zeit später sind wir schon bei Luther, der zuerst wohl gar kein Judenhasser war, sondern der hat sich ja irgendwie seine Sache da ausgedacht, die Bibel neu übersetzt und der wollte jetzt alle Juden dann zu Protestanten konvertieren. Deswegen war der denen erst gar nicht so übel gesonnen. Der wollte die nur konvertieren. Ich meine, das ist auch schon übel, aber immerhin hat er nicht diesen krassen Hass gehabt. Aber ja, das ist ganz interessant. Das hat er irgendwo in der Bibel gelesen und dachte so, ich mach das, ich bringe das Christentum jetzt, also das wahre Christentum hole ich zurück aus dem widerlichen Katholizismus raus. Und das wird so überzeugend sein, dass es die Juden automatisch alle konvertieren. Genau, und dann hat er gemerkt, oh, passiert nicht und die Juden lassen es. Sie wollen das eigentlich gar nicht. Irgendwie trotzdem nicht. Ne? Genau, dann hat er... Und anstatt an seinen Christentum zu denken, dass da vielleicht was nicht stimmt. Hat er sich in wahnsinnigen Judenhass reingesteigert. Ist der sauer geworden. Und als größtes Beispiel für seinen Judenhass ist ja das Buch zu nennen, was er geschrieben hat, von den Juden und ihren Lügen. Da gibt es ja auch eine Übersetzung oder eine neue Ausgabe von Bernd Kammermeier, der unseren Blog ja auch immer mitliest. Von den Juden und ihren Lügen, das Buch von Martin Luther, was krass belegt, in welchen Hass er sich da reingesteigert hat. Dann 1555, Papst Paul IV., entschließt, dass die Juden sich mit Gelb kennzeichnen müssen. Und zwar die Männer, glaube ich, Hüte und die Frauen irgendwelche Tücher in Gelb. Ah, so, dass, und da haben wir es ja schon fast. Genau, genau. Und dass der hat bestimmt, dass die Juden nur noch in bestimmten Stadtvierteln alle unter sich wohnen müssen. Also Ghettos geschaffen. Ne? Dann kommt Gregor der 13., 1577. Der hat Zwangstaufen eingeführt und solche erniedrigenden Spiele in Rom, wie zum Beispiel das Rennen der Bestien. Da wurden irgendwelche Juden, mussten gegeneinander antreten in so total erniedrigenden Wettrennen, mussten über die Straße laufen und das Volk hat sich über die lustig gemacht. Also da wurden die schon fast wie Tiere behandelt. Dann geht das Buch, fährt fort, weitere Päpste und Bischöfe zu nennen, die lauter krasse Sachen gemacht haben. Also das hört sich jetzt so ein bisschen weggeredet an, aber es ist so viel Details. Also das alles jetzt hier wiederzugeben, ist mir zu krass. Und auch das lauter so. Und es ist auch immer wieder dasselbe. Es sind so krasse Schimpfwörter, dann krasse Verbote, dann dürfen die keinen Besitz mehr haben, dann dürfen die keine, nicht mehr dies, nicht mehr das und so weiter. Ne? Also dann dürfen die keine öffentlichen Ämter mehr haben und so. Also das ist... Warte, ich sag mal ein paar Namen. Vielleicht kennen ja ein paar von der Hörer ein paar Namen von diesen ganzen Bischöfen und Päpsten. Die sind alle sehr bekannt, die der hier rausgesucht hat. Papst Paul IV., habe ich ja gerade gesagt. Dann Papst Pius V., der hat das auch nochmal bestätigt, dass die Juden ein gelbes Zeichen tragen müssen. Papst Gregor der 13., der hat zwei Bullen erlassen, die Zwangspredigten und zwangsgetaufter Juden, Zwangstaufen für Juden festgelegt haben. Dann Papst Urban der 8. ist für Tod von vielen Juden auf dem Scheiterhaufen verantwortlich. Also die Beispiele sind mannigfaltig. Papst Gregor der 16. hat 1832 eine Bulle rausgegeben, in der er sich vehement gegen die Menschenrechtserklärung wendet. Und er hat das als arrogant und absolut unrealistisch angesehen und meinte, das ist unfassbar, die Leute, die Menschen so gleich zu machen. Also die Menschenrechtserklärung hat ja unter anderem auch Religionsfreiheit zum Inhalt. Und das war absolut nicht mit Gregor dem 16. zu vereinbaren.
1869 kam der Otto von Bismarck hier in Deutschland. Der hat ein Gesetz über die Gleichheit der Konfessionen erlassen. Also da wurde ganz klar gesagt, die Religion ist egal, das sind alle gleich. Und aus der Kirche kam natürlich sofort Ärger und prominente Kirchenvertreter fanden das total furchtbar. Die haben da rumgeschimpft. Ende der 1870er hat sich in Berlin die sogenannte Berliner Bewegung gegründet. Die haben eine Antisemiten-Petition gestartet. Also die haben gesagt, wir sind Antisemiten, und die haben so eine Petition gestartet, wo die halt total antisemitische Thesen durchsetzen wollten. In Frankreich gab es die Dreyfus-Affäre, um das ganz schnell zu sagen. Da ist dem Juden Dreyfus irgendeine Verbrechen in die Schuhe geschoben worden, und dann ist er verurteilt worden und gesagt, ja, hier, der böse Jude hat das und das gemacht. Dann hat sich herausgestellt, dass er das gar nicht war, und daraufhin hat sich die französische Bevölkerung so ein bisschen in zwei Lager aufgespalten. Die einen, die halt gesagt haben, ja, das sind die bösen Juden, die waren es aber wohl, und die anderen, die gesagt haben, nein, das ist zu Unrecht verurteilt worden, die Juden sind überhaupt nicht böse. Und das endet dann ja so ein bisschen in der Revolution und hier und da, und dann wurde es ein bisschen besser für die Juden, weil insgesamt das dann so ein bisschen anerkannt war, dass die Juden nicht alle grundsätzlich böse sind. Dann geht das Buch über in, dann geht es zur Geburt Hitlers. So, und dann wird so ein bisschen über den Hitler erzählt, dass der in Wien verbracht hat eine Zeit lang und da den Lüger und den Schönerer kennengelernt hat. Der Lüger, der war so einer, der den sogenannten politischen Katholizismus verteidigt hat. Der hat eine Partei gegründet, die halt Katholizismus wie propagiert hat, ist aber damit gescheitert. Der Schönerer, der war ein Antisemit, der diese Idee mit Blut und Rasse irgendwie verfolgt hat. Und der hat halt gesagt, nein, das geht gar nicht um die Religion, die die Leute haben, sondern um das Blut. Und unsere Völker dürfen nicht vermischt werden. Und der Lüger, der diesen politischen Katholizismus praktiziert hat, der hat gesagt, es geht um die Religionszugehörigkeit. Und der Hitler schreibt im Nachhinein in seinem schrecklichen Buch, dass eigentlich dass diese beiden, die er da kennengelernt hat, dass man die eigentlich zusammendenken muss, dass eigentlich sozusagen der politische Aktivismus von dem Lüger gekoppelt mit diesem Rassendenken vom Schönerer, das ist, das findet Hitler gut, ne? Dass man irgendwie so politisch agieren muss und auf einer politischen Bühne sein muss, aber dieses Rassending und diese Blutsache, das fand der Hitler ja auch super. Und da sagt er halt im Nachhinein, dass diese beiden Personen zusammen, dass das irgendwie so das Ding ist, warum er dann seine Partei gründet und in die Politik gegangen ist. Schön. Mhm, krass. Doch ein schöner Grund. Ja. So, jetzt kommt die Zeit, als Hitler schon lebt, aber noch nicht an der Macht ist. Da entwickeln sich in Russland die sowjetischen, kommunistischen, bolschewistischen Gedanken. Für die Kirche ist das furchtbar, weil die Kirche sieht die bolschewistischen Kommunisten als jüdische Verschwörung. Das heißt, die katholische Kirche hat in den sowjetischen kommunistischen Bewegungen ein Feindbild gefunden. Der Hitler natürlich sowieso, Kommunisten. Und jetzt ist das ganz interessant, dass in dieser Zeit die katholische Kirche und der Hitler eine Schnittmenge in den Feindbildern haben. Ne? Also die jüdische Verschwörung des bolschewistischen Kommunismus in der Sowjetunion wird für beide jetzt so ein Feindbild und Negativbeispiel. Ne? Die katholische Kirche arbeitet sich daran ab, Hitler auch. Interessant. Interessantes Detail auch, was in dieser Zeit passiert. Im Februar 1929 setzt der Faschist Mussolini den Vatikanstaat wieder ein, der vorher abgeschafft worden war. Der war vorher irgendwie abgeschafft worden. Und der Mussolini setzt ihn wieder ein. Das heißt, der Vatikan als Staat wird vom Faschisten Mussolini wiederhergestellt. Dann gibt es so eine Tendenz, 1926 gründet sich innerhalb der katholischen Kirche so eine kleine Gruppierung namens Amici Israel. Und das ist sehr interessant, weil die wollen eigentlich mal jetzt diese Feindschaft den Juden gegenüber begraben. Die wollen Amici Israel, die wollen Freunde werden. Die wollen das tatsächlich nachhaltig. Die wollen nicht Details und nicht die Frage der Schuld irgendwie klären, sondern die sagen, jetzt lass mal kurz gucken, so geht das ja nicht weiter. Und das finde ich deshalb interessant, weil erstens ist das eine coole Tendenz in der Kirche. Zweitens finde ich aber, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir es hier mit einem Riesenphänomen zu tun haben, was seit Jahrtausenden systematisch organisiert betrieben wird. Weil sonst würde so eine Gruppierung sich ja gar nicht gründen. Wenn das nicht ein Phänomen wäre, bräuchte man nicht eine Gruppierung zu gründen, die diesem Phänomen mal entgegentreten will und sagt, so, pass mal auf, lass mal jetzt mal irgendwie Schlussstrich ziehen oder so. Ne? Das kannst du ja nur machen, wenn du anerkennst, dass es vorher ein Thema war. Dass das durchgehend und nicht so einzelne Leute, die mal was gegen Juden sagen, sondern dass das ein Grundtenor, ein Thema ist. Ja, es ist quasi eine Anerkennung von innen. Genau, dagegen vorzugehen ist der Beweis, dass selbst innen klar ist. Ja, das ist ganz normal hier. So.
So, dann 1928. Rom verbietet die Versammlung der Amici Israel und die Reformen, die die fordern, scheitern. Und der Papst Pius XI. Löst die Amici Israel auf. So, bäm, vorbei. Schade, Pech gehabt. Ein interessantes Detail, was die machen wollten, eine Reform, die die herbeiführen waren, war dass die Reform der Karfreitagsfürbitte. Das ist so ein Punkt, der nachher noch interessant wird. In der Karfreitagsfürbitte, das ist so, was die Katholiken am Karfreitag beten. Und da ist eine Stelle, wo so eine Anweisung, das ist also eine Textstelle, wo die Juden vorkommen. Und die werden da nicht direkt beschimpft. Aber da steht so eine Anweisung daneben, was man da zu machen hat. Nämlich, man muss anscheinend in der katholischen Kirche immer so ständig niederknien. Und an der Stelle steht da aber, darf man nicht niederknien, weil wenn das jüdische Volk genannt wird, darf man nicht niederknien, weil man vor dem Volk der Gottesmörder nicht niederknien soll. Ne? Das heißt, in diesem Karfreitagsritual ist verborgen so ein kleiner Ohrfeige wieder gegen das jüdische Volk. Und dieses Amici Israel wollte das einfach, diese kleine Anweisung, wie man das Gebet zu beten hat, wollte die einfach wegstreichen, sodass man sich an der Stelle wieder hinknien darf. Die wollten noch nicht mal so ein bisschen die Texte ändern, sondern nur diese Anweisung, dass man nicht knien darf, wollten die rausnehmen. So, aber der Papst Pius XI. Löst das alles auf, verbietet das alles weg. Schade, Pech gehabt. So, dann geht es in dem Buch weiter das beschäftigt sich jetzt mit den drei Personen, Hitler, Goebbels und Himmler, und zeigt, wo die herkommen, wie die aufgewachsen sind. Also so ein bisschen die Biografien von denen. Und zwar mit Augenmerk darauf, dass die halt alle drei aus einem katholischen Elternhaus sind, dass die katholisch sozialisiert sind, dass die auf katholischen Schulen waren, dass die auch in ihre Tagebücher immer Einträge schreiben, woraus hervorgeht, dass die auch an Gott glauben und sich auch selber als Katholiken bezeichnen und da also katholisch aufgewachsen, katholisch sozialisiert sind. Ne? Also der zeigt... Das sind Katholiken. Genau, es sind Katholiken, ja. Und zwar nicht Katholiken, die von außen heute so bezeichnet werden, sondern die sich selber auch so bezeichnen und die sich auch so fühlen, die daraus auch so politische Meinungen nehmen. Also die ihr Katholiksein auch dazu verwenden, zu politischen Haltungen zu kommen. Jo. Und daraus sich später halt diese ganz krassen Sachen entwickeln. Diese drei Menschen werden ja zu den krassesten Menschen überhaupt. Und der zeigt das halt detailliert in den Biografien auf, dass wir nicht heute im Nachhinein die als Katholiken bezeichnen, weil die mal getauft worden sind und danach sich nie wieder damit beschäftigt haben, sondern der zeigt halt, dass das in deren Leben ein wichtiger Teil war und die sich selber auch so gesehen haben. Ne? Und dieses Kapitel beendet der mit dem Satz, alle drei sind katholisch getauft und in gläubigen katholischen Familien sozialisiert und aufgewachsen. Alle drei sind in ihren Jugendjahren gläubige Christen und ziehen ihren Antisemitismus aus ihren christlichen Wurzeln. So, also das ist sozusagen die Zusammenfassung von dem Kapitel über diese drei Leute. Mhm. Jetzt schreibt er weiter, wie verhalten sich nun die Kirchen und ihre Repräsentanten gegenüber den Nationalsozialisten? So, und darüber geht es jetzt nämlich in den nächsten Kapiteln. Und der beschäftigt sich jetzt also einmal mit dem Katholizismus und einmal mit dem Protestantismus. Wie haben die sich in der Nazizeit verhalten? Zum Katholizismus sagt er, okay, die Aufhebung der Demokratie war damals ja nur mit einer Zweidrittelmehrheit möglich. Und die Stimmen dafür kamen, die der Hitler dafür brauchte, um die Demokratie außer Kraft zu setzen, kamen von dieser katholischen Zentrumspartei. Die anderen Abgeordneten von der kommunistischen Partei waren entweder durch Inhaftierungen ausgeschlossen, lebten im Untergrund oder waren ins Ausland geflüchtet. Konnten also nicht mehr dagegen stimmen? Genau, die einzige Partei, die gegen das Ermächtigungsgesetz stimmte, war die SPD. Und mit der Zustimmung zu diesem Ermächtigungsgesetz schaffte sich die Weimarer Republik ja selber ab. Ne? Also das ist ja der krasse Moment. So. Vor der Machtergreifung der Nazis war die katholische Kirche eigentlich kritisch den Nazis gegenüber. Es war zum Beispiel katholischen Amtsinhabern nicht erlaubt, in dieser Partei zu sein. Sobald der Hitler aber die Macht ergriffen hat, hat sich das blitzartig gewendet, ja, offensichtlich. Also. Als ob nichts was gewesen wäre. Total krass. 1933... gab es ein sogenanntes Reichskonkordat? Mit dem Vatikan. Das Reichskonkordat mit dem Vatikan. Genau. So, aber bevor dieses Reichskonkordat kam, gab es noch einen höchsten Brief, in welchem festgestellt wurde, es falle nicht schwer, sich der Autorität des neuen deutschen Staatswesens zu unterwerfen. Denn jede menschliche Obrigkeit sei ein Abglanz der göttlichen Herrschaft und eine Teilnahme an der ewigen Autorität Gottes. Auch die Ziele, die die neue Staatsautorität für die Freiheit unseres Volkes erhebt, müssen wir Katholiken begrüßen. Ja, also da, bevor dieser Vertrag war, haben die schon gesagt, ah super, das ist total geil. Die freiwilligen Hirtenbrief erstmal rumgeschickt. Dann kam halt dieser
Staatskirchenvertrag am 20.07.1933. Und da wurden Sachen festgelegt, mit denen wir heute noch zu tun haben. Unter anderem die Kirchensteuer, dass die Kirche also Steuern einziehen darf, dass es konfessionsgebundene Schulen gibt. Es wurden auch so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass jeder neu in das Amt eingeführte Bischof dem Staat die Treue schwören muss und vor dem Statthalter die Treue schwören muss. Und in Berlin war es dann sogar Hitler persönlich, glaube ich, dem man die Treue schwören musste oder sowas. Also das hatte ziemlich viele Sachen, hat das geregelt. Also es war ein total umfangreicher, heftiger Vertrag, den der Vatikan mit den Nazis geschlossen hat. Und da war eigentlich schon bekannt, was der Hitler wollte. Das Buch Mein Kampf zum Beispiel war da schon da. Das hatte man lesen können. Der Hitler hat keine Gelegenheit unterlassen, zu sagen, was er eigentlich will. Und der Vatikan in dieser Zeit, wo eigentlich klar war, was der will, unterzeichnet halt mit dieser Macht da einen echt umfangreichen Vertrag. Ja, jetzt würden die ja argumentieren, wir haben das gemacht, um Schlimmeres zu verhindern. Ist das glaubwürdig? So wie ich das Buch lese, nicht, weil die haben das aus meiner Sicht hauptsächlich gemacht, weil die dadurch total viele Sonderrechte und Machtansprüche gewährt bekommen haben. Mhm. Es gehörte zwar dazu, dass kein katholischer Amtsinhaber mehr in der Partei sein durfte, deswegen war danach diese katholische Partei des katholischen Zentrums, oder wie die hieß, die gab es dann nicht mehr. Ne? Das heißt, die haben das irgendwie voneinander versucht zu trennen, aber die haben halt andere Rechte gekriegt, die ziemlich weit in die Gesellschaft reichten. Ganz viele katholische Offizielle und Amtsinhaber haben halt keine Gelegenheit ausgelassen, zu schwärmen davon, wie toll der Hitler ist und sein Regime. Hier macht der Autor auch viele Zitate und Beispiele von Personen, zum Beispiel der sogenannte Braune Konrad. Das war der Konrad Gröber, Erzbischof von Freiburg. Der wurde ein förderndes Mitglied der SS. Am 25. März 1941 verkündet dieser braune Konrad zum Beispiel in einem weiteren Hirtenbrief über die Juden, über Jerusalem gilt indessen der wahnsinnige, aber wahre Selbstfluch der Juden. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Der Fluch hat sich furchtbar erfüllt. Am 2. Februar 1944 schreibt er an Papst Pius XII. Wir verkennen manches Gute der neuen Weltanschauung nicht. Wir finden aber bei näherem Zusehen, dass es in ihrem besten Kopie des Christentums ist. Also, die finden das alle super, diese Offiziellen. Der Bischof von Osnabrück, Hermann Wilhelm Berning, wurde im Juli 1933 von Hermann Göring zum preußischen Staatsrat ernannt. Er versicherte Adolf Hitler schon im April in einem längeren Gespräch, die Bischöfe werden die Gläubigen zum Gehorsam und zur Ehrfurcht anhalten. Sie erkennen freudig an, dass durch den neuen Staat das Christentum gefördert, die Sittlichkeit gehoben und der Kampf gegen Bolschewismus und Gottlosigkeit mit Energie und Erfolg geführt wurde. Im September 33 stellte er auf dem Bremer Katholikentag fest, in unserer heiligen katholischen Kirche haben wir das Führerprinzip bereits von dem Stifter unserer Kirche, Jesus Christus, erhalten. Dann gibt es noch Kardinal Michael Faulhaber, der begeistert ist. Adolf Kardinal Bertram war begeistert. Alfred Rosenberg hat dann so ein Buch geschrieben, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Darin versucht er eine neue Religion zu machen, was so auf irgendwelchen germanischen Sachen beruht. Da gab es dann einen Aufschrei, das war alles falsch. Und der Hitler hat gesagt, nein, das ist totaler Quatsch. Das ist irgendwelche Mythensachen. Wir wollen hier aber Christentum haben. Dann beschwert sich die Kirche irgendwann mitten im Dritten Reich so ein bisschen so, ja, jetzt halten die Nazis sich gar nicht mehr so sehr an unser tolles Reichskonkordat. Was ist das jetzt mit Steuern und so? Bla, das ist voll doof. Dann sagen die Nazis so, nee, hier, das geht schon wieder. Und das wird dann im Nachhinein so ausgelegt, ja guck, die katholische Kirche hat aber, fand das doch nicht alles so toll mit dem Nazitum, aber in Wahrheit haben die eigentlich nur dagegen gewettert, dass dieses tolle Konkordat aus ihrer Sicht an manchen Stellen nicht richtig eingehalten wurde. Da kann man das Geld nicht mehr ran. Ja genau, kann man das Geld nicht mehr ran. Und der Krieg nimmt dann weiter seinen Lauf, es passieren die krassesten Sachen. Ich meine, das muss ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen, aber was man sagen muss ist, Papst Pius XII. War zu der Zeitpunkt Papst, der hat mitgekriegt, wie Russland überfallen worden ist, ich glaube auch, wie Polen überfallen ist. Der hat, glaube ich, auch mitgekriegt, wie die ersten Konzentrationslager aufgebaut worden ist. Und der schweigt und schweigt. Der sagt nichts. Vor seiner Haustür werden Juden im römischen Ghetto zusammengepfercht, ermordet, abtransportiert. Er sagt nichts. Und der wusste es im Vorhinein und gibt keine Warnung, nichts. Der Papst Pius ist der schweigende Papst. Der sieht das alles und der sagt viel in der Zeit. Aber der sagt nicht, der verwendet das Wort Juden kein einziges Mal. Und das ist total krass, dass dieser Pius XII. Einfach schweigt zu diesem Thema. Das ist ja schon eine Mitschuld in sich, würde ich mal sagen. Ne? Also, ja, ist ein bekannter Nazi-Papst. Ja. Also der hat doch auch, bevor er Papst war, war er doch da, was auch immer man da, Staatsminister im Vatikan, und hat das Konkordat verhandelt.
Ja. Wenn man so jemanden zum Papst wählt, das ist ja nicht nur der eine Papst, der plötzlich aus dem Nichts morgens wach wird und sagt, ich finde Nazis jetzt irgendwie doch gut, sondern die Kirche hat den ja gewählt. Die Kardinale haben den ja gewählt, obwohl die wussten, die kannten den ja alle aus seiner Zeit vorher. Da war der ja schon im Vatikan. Ja. Und war da schon als Agent, nicht Agent, im Geheimagentsinne, aber so als Walter der Nazis da. Ja. Der Reinhold Schlotz schreibt über den Papst Pius XII., wie wird ein konservativer Papst auf den Völkermord des Volkes reagieren, das nach christlichem Verständnis den im Fleisch erschienenen Christus ans Kreuz geschlagen hat, welches der Meintat seiner Kreuzigung schuldig ist? Pius XII. Hat in mehreren Briefen an seine Bischöfe deutlich gemacht, wie sehr er von der historischen Schuld der Juden am Tod Christi durchdrungen war. Aus dieser Grundhaltung heraus ist nicht zu erwarten, dass der Papst sich aktiv für die Rettung der Juden einsetzen wird. Und er wird es auch nicht tun. Im Gegenteil, er wird die Kräfte unterstützen, die sich mit aller, auch militärischer Gewalt, gegen den gottlosen Kommunismus, Liberalismus sowie insbesondere den sowjetischen Bolschewismus wenden, der aus katholischer wie auch nationalsozialistischer Sichtweise vom internationalen Judentum gesteuert ist. Seine ganzen Reaktionen und Nichtreaktionen erfordern unter anderem eine Beurteilung aus dieser Perspektive. Also, krasser Papst. Das nächste Kapitel geht über den Protestantismus. Wie haben sich die Protestanten verhalten? Nach 1933 gab es in der protestantischen Kirche Wahlen. Und der Hitler hat sich gewünscht, dass sich alle evangelischen Gemeinden zu einer evangelischen Zentralkirche zusammentun. Es gab innerhalb der protestantischen Kirchen so eine Gruppierung, die nannten sich die Deutschen Christen, DC, die dem Hitler sehr nahe standen. Und der Hitler fand die auch ganz toll. Und die hatten in ihrem Logo zwei Kreuze, nämlich das Kreuz Christi und das Hakenkreuz. Und die haben eine Zweidrittelmehrheit bei dieser Wahl bekommen und haben praktisch bestimmt, was die evangelische Kirche macht in der Zeit. Im September 1933 gab es die sogenannte Braune Synode. Auf dieser Synode wurde dann der Arierparagraph in den Kirchen eingeführt, wo diese deutschen Christen die Macht hatten. Und der Arierparagraph hat zum Beispiel dazu geführt, dass Priester, die auch nur irgendwie ein entferntes Familienmitglied hatten, was jüdisch war, alle ihre Posten verloren haben. Die wurden entweder, wenn man nett war, pensioniert oder einfach rausgeschmissen. Dann hat die protestantische Kirche 1939 ein Institut gegründet zur Erforschung des jüdischen Einflusses auf das deutsche Christentum. Und dann gab es aber in der evangelischen Kirche oder in der protestantischen Kirche... Ich weiß nicht, was man da sagen soll zu sowas. Ja, das ist einfach krass. Ne? Die haben da richtig mitgemacht und mitgemischt. Dann gab es aber auch so eine Gruppierung, die nannte sich Bekennende Kirche, BK. Die hat sich gegründet als Opposition zu diesen DC, Deutsche Christen. Und da gab es dann innerhalb der Kirche eine ziemliche Auseinandersetzung zwischen der BK und der DC. Und der Reinhold Schlotz schreibt aber, dass das hauptsächlich eine innerkirchliche Streitigkeit war, die in der Außenwirkung, wie haben sich die Protestanten verhalten, eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Außer dass in den Kirchen, die von diesen bekennenden Kirchenleuten gesteuert wurden, der Arierparagraph nicht in Kraft getreten ist. Das heißt, da war es nicht ganz so schlimm, offensichtlich. Dann werden auch von den Protestanten hier einige Persönlichkeiten aufgelistet, die sich prominent hervorgetan haben, mit den Nazis kollaboriert haben und das alles begeistert mitgemacht haben. Und vor allem werden so ein paar Persönlichkeiten gezeichnet, die so ein bisschen Zwist hatten mit den Nazis. Zum Beispiel war einer, der heißt Niemöller. Der hat sich so ein bisschen über die Nazis geärgert, weil der fand, dass der Hitler nicht mehr so richtig sich um die Kirchen gekümmert hat. Und dann hat er gesagt, ja, ist dem Führer überhaupt noch zu glauben? Kann man dem Wort des Führers überhaupt noch glauben? Und zack ist er von allen Ämtern enthoben worden, weil er zu kritisch war. Aber der war eigentlich immer total feuriger Nationalsozialist. Und im Nachhinein hat man dem dann so Bundesverdienstkreuze und so gegeben, weil man gesagt hat, ja, guck mal hier, die Nazis haben den von allen Ämtern enthoben, also muss der gegen die Nazis gewesen sein. Ne? Dabei war der überhaupt nicht gegen die Nazis. Also dann 1933 auf dem evangelischen Diakonissentag hat der Pfarrer und Direktor des Zentralausschusses der Inneren Mission, Horst Schirmacher, auf einem Festvortrag mit dem Titel Diakonie als Angriff gesagt, der echte Nationalsozialist ist Protestant und der echte deutsche Protestant ist Nationalsozialist. Und dann gab es innerhalb der reformierten Kirchen gab es eine Bewegung, alles Jüdische aus dem Alten Testament zu streichen. Da gab es tatsächlich eine Bewegung, die wollte die Bibel bereinigen. Dann waren andere dagegen und andere dafür. Und dann gab es eine Zeit lang, glaube ich, eine etwas abgeänderte Bibel, wo man versucht hat, alles Jüdische aus der Bibel rauszubringen. Das wird aber sehr kurz. Also, hat ja auch Vorteile, wenn es kürzer ist. So, dann nach dem Krieg. Was ist nach dem Krieg? Na, der Reinhold Schlotz schreibt, der nennt das Kapitel
die Reinwaschungen der Kirche nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft. Die unmittelbare Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war auch die Zeit der klerikalen Wendehälse. Braune Uniformen verwandelten sich in weiße Westen, wie es der Buchautor Ernst Klee formulierte. Hatte Kardinal Faulhaber zum Beispiel nach dem Attentat auf Hitler für den Führer noch ein festliches Tedeum abgehalten, so beschimpfte er das NS-Regime schon ein Jahr später, 4 Tage nach der Kapitulation, heftig und forderte vor amerikanischen Journalisten, der Nationalsozialismus darf nicht wieder aufleben. Die deutschen Bischöfe haben von Anfang an von den Irrlehren und Irrwegen des Nationalsozialismus ernstlich gewarnt und immer wieder hingewiesen, was einfach gar nicht stimmt. Ja, man wollte es gerne glauben. Ja. Und dann kommen halt viele Beispiele dafür, wie Leute, die halt vorher genannt worden sind, die ja echt mitgemischt haben bei den Nazis, auf einmal behaupten, sie wären immer dagegen gewesen und so weiter. Ne? Dann gibt es ein total krasses Kapitel darüber, wie die katholische Kirche Fluchthilfe für angeklagte Nazis betrieben hat. Also Nazis, die befürchten mussten, von den Alliierten vor Gericht gestellt zu werden, haben sich dann an die Kirche gewandt und sind über die sogenannte Klosterroute geflüchtet, von Kloster zu Kloster, immer weiter gen Italien. Und dann gab es in Rom eine Kirche, ein Kloster, wo ein bestimmter Typ saß, der hieß Bischof Alois Hudal. Der hatte einen guten Draht zum Roten Kreuz und der hat mit gefälschten Unterschriften und fingierten Persönlichkeiten für ganz viele von diesen Nazi-Verbrechern Pässe vom Roten Kreuz besorgt. Und dann sind die alle nach Südamerika ausgewandert, mit Hilfe von diesen ganzen katholischen Klöstern und so. Das zeigt ja hier auch ziemlich deutlich, wie das funktioniert hat und wer dann welche Unterschriften. Und das Deutsche Kreuz hat, das habe ich nicht ganz gerafft, ob das Deutsche Kreuz das gerafft hat, was sie da machen, für wen die diese Pässe ausstellen, oder ob die katholische Kirche so geschickt war, dass die irgendwie Namen und so fingiert hat und dann sind alle möglichen Leute auf einmal in diesem, weil das haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge besprochen, dass das Rote Kreuz so eine komische Organisation außerhalb, dass das so ein eigener Staat irgendwie ist und dass die eigene Pässe haben und so. Und mit Hilfe von diesen Pässen sind dann ganz viele von denen nach Südamerika ausgewandert und haben dann da manche unbehelligt weitergelebt, andere sind dann doch noch irgendwie gefunden worden und so. Aber die katholische Kirche hat also hier dann auch noch geholfen, die Leute wegzuschaffen, irgendwie die zu, aus den Fängen der Justiz zu herauszuhalten, wo man die eigentlich gerne gesehen hätte. Die hätten sich echt mal vor Gericht verantworten müssen. Genau, dann ist so ein bisschen die Frage, okay, ist denn jetzt der Antisemitismus in dem Christentum, ist das jetzt überwunden, nachdem man gesehen hat, wozu das führen kann im Nazitum? Und die Antwort ist leider nein. Also ein prominentes Beispiel, woran man sehen kann, dass solche krass antisemitischen Strömungen heute immer noch in der Kirche vertreten sind, ist zum Beispiel das 1963 erschienene Buch. Ja, von einem Autor kann man gar nicht sagen. Also was da als Autor draufsteht, ist Maurice Pinay. Und den Typen gibt es aber gar nicht. Das ist ein Pseudonym. Und da haben sich mehrere so ultrakonservative Antisemiten zusammengetan und lauter so Artikel in diesem Buch veröffentlicht, die so mega, mega antisemitisch sind, dass einem die Ohren schlackern. Der Reinhold Schlotz schreibt, hatte man gedacht, dass die antisemitischen Thesen von Hitler schon krass sind, hat man sich total getäuscht, weil das, was da drin steht, ist noch viel krasser. Okay. Also das ist wirklich, das Buch heißt Verschwörung gegen die Kirche und da wird, also, der schreibt, das Buch ist eine Hetzschrift allerübelsten Sorte gegen das sogenannte internationale Judentum, einschließlich des angeblich jüdisch unterwanderten Freimaurertums. Es wird eingehend von einer jüdischen Unterwanderung der katholischen Kirche durch eine fünfte Kolonne sogenannter Kryptojuden als Nachfahren des Judas Ischariot gewarnt. Die Kryptojuden sind wieder da. Ja. 17 Jahre nach Auschwitz werden die Juden von katholischer Seite diffamiert als ein grausames und blutgieriges Volk, als die tödlichsten Feinde Christi und der Christenheit, als Väter der Lüge und der Verleumdung, als die Hauptfeinde der Christenheit und des menschlichen Geschlechts. Sie seien ein grauenhaftes Ungeheuer, eine unheilvolle Sekte, eine jüdische Bestie, ein Höllendrachen und Natterngezücht, eine kaltblütige und unbarmherzige Rasse und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das sind vielleicht irgendwelche Spinner innerhalb der katholischen Kirche, die da unter einem Pseudonym, die trauen sich ja nicht mal, ihre echten Namen darunter zu schreiben, so eine Hetzschrift veröffentlichen. Aber man kann sehen, dass diese Kräfte in der Kirche einen Einfluss haben und mehr als dieses Buch sind, weil dieses Buch und die Thesen, die da drin sind, hatten zum Beispiel einen total großen Einfluss auf das Zweite Vatikanische Konzil. Also Konzilien sind ja die, wo auch so Entscheidungen und richtungsgebende Haltungen und so weiter definiert werden in der Kirche. Und dieses Konzil ist also maßgeblich von der Veröffentlichung dieses Buches beeinflusst worden. Das Konzil begann 1959 und hat Jahre gedauert. 1963 erscheint dann das Buch
Und so ein paar Sachen, die in dem Konzil beschlossen worden werden sollten, die eigentlich ganz nett waren, wurden nach dem Erscheinen dieses Buches auf einmal zurückgenommen, eingedampft und die Erklärung, die man abgeben wollte zur Beziehung der katholischen Kirche zu dem Judentum, die war vorher eigentlich ganz nett geworden und ziemlich deutlich so, wir wollen Frieden schließen mit euch und so weiter. Und nachdem dieses Buch erschienen ist, hat das Konzil das dann fast alles gestrichen und eingedampft und es blieb eine einzige Formulierung blieb übrig. Der einzige Satz, der übrig geblieben ist, von dem guten Willen, eine Erklärung abzugeben, dass man mit dem Judentum eine Freundschaft schließen möchte, ist: Im Bewusstsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle Verfolgungen gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb der religiösen Liebe des Evangeliums, alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgendjemandem gegen die Juden gerichtet haben. Also das sind für Arschlöcher. Das ist ein total verallgemeinerter, winziger Kacksatz, der übrig geblieben ist, nachdem solche Bücher... Ja, das kann ich zu dir sagen, wenn ich dir auf den Zeh getreten habe und mich irgendwie vorsichtig entschuldigen möchte. Ja, und ich meine, noch allgemeiner kann man es ja gar nicht formulieren. Das ist ja kurz nachdem diese Hitlerzeit zu Ende ist. Einfach total krass, das nicht zu benennen. Der Holocaust ist ein Verbrechen gegen uns alle. Aber dieses Wort benutzen sie nicht. Und also das ist einfach total krass. Ne? So, dann fragt sich das Buch, was ist denn jetzt noch übrig geblieben? Gibt es das immer noch? Und die Antwort ist ja, also es gibt immer noch in der katholischen, auch reformierten protestantischen Kirche solche Strömungen. Ich muss sagen, ich finde das Buch relativ heftig, weil es halt super viele Fakten hintereinander steckt. Und ich weiß nicht genau, was er gezeigt hat, aber also ich weiß nicht genau, ob er die These, die er im Titel aufstellt, bewiesen hat. Aber ich glaube, was er gezeigt hat, was er mir vor allem gezeigt hat, ist, dass Antisemitismus und Antijudaismus im Christentum schon immer dazugehören und fundamentaler Bestandteil sind von Riten, Bräuchen, Formulierungen, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, diese Judensäue, solche kleinen Schweine, Säue, die halt irgendwie an den Kirchen in Stein gemeißelt sind und lauter so kleine völkische Sachen, die halt irgendwie da immer sind. Und ich glaube, niemand nach der Lektüre dieses Buches kann man einfach nicht mehr abstreiten, dass das schon immer da drin vorkam. Im Christentum und schon immer Teil dessen waren und dass es auch schon immer offizielle Seiten gab, die das institutionalisiert sich zunutze gemacht haben. Das waren nicht ein paar Spinner, die ab und zu mal aufpoppten und dann hat wieder einer was gegen Juden gesagt, sondern das zieht sich durch mit System. Das kann man festhalten. Also die Frage, inwieweit das den Holocaust mitverantwortet, finde ich super, immer noch super schwierig zu beantworten, aber es macht so ein bisschen deutlich, dass der Holocaust nicht aus dem Nichts kam, sondern dass der Sachen benutzt hat, die schon 2000 Jahre vorher allgemein gut waren. Das ist so ein allgemeiner Judenhass, der bei manchen Zeiten aufwallte, dann wieder ein bisschen in Vergessenheit riet, aber immer institutionalisiert zu dem Christentum dazugehörte. Und ohne dass dieser Nährboden da gewesen wäre, glaube ich, wäre das, da hätten die sich gar nicht solcher Klischees und so bedienen können. Also ich glaube, das ist eine ganz andere Frage, wenn man sagt, wie viel Schuld hat das Christentum am Holocaust? Das ist, glaube ich, eine super komplexe und schwierige Frage. Aber ich glaube, dass dieser Holocaust tatsächlich, dass ein Mosaikstein, warum der möglich wurde, tatsächlich das ist, dass das schon immer da war, dieser Antisemitismus. Ich glaube, das nehme ich aus dem Buch mit. Was ist denn unter dem vor dem Hintergrund von der immer wieder vorgebrachten Behauptung zu halten, dass die Nazis irgendwie Atheisten waren und deshalb alle Atheisten irgendwie Nazis oder Nazi-verdächtig? Ja, das entbehrt jedem, also alle... Es gibt keine Fakten dazu, die das stützen. Also die Fakten, die in dem Buch vorkommen, sind, dass die Hauptnazis sich selber als Christen sehen und die Instrumente, die sie da aufbauen in ihrem Dritten Reich und die Strukturen, die sie fördern oder die Strukturen, die sie auch selber in Kraft setzen oder sich ausdenken, um an die Macht zu kommen oder an der Macht zu bleiben oder ihre Ziele durchzusetzen, all das ist total geprägt von ihren christlichen, ich sage jetzt mal, Werten und christlichen Ideen und so, die sagen das auch ständig selber. Die schreiben das in ihren Tagebüchern, die nehmen in Briefen darauf Bezug, die sagen im Namen des Herrn und wir befreien das Volk von der jüdischen Seuche und das ist im Namen unseres Herrn Jesu Christu und so weiter. Das kommt ständig vor. Also das sind ständig Bezüge aufs Christentum, die herangezogen werden, um das auch zu rechtfertigen. Oder zum Beispiel die SS, die haben ja die SS gegründet und hier schreibt er in dem Buch der Reinhard Schlotz, dass die SS so nach Vorbildern von solchen Orden gegründet hat. Also die SS war so ein bisschen aufgezogen wie ein kirchlicher Orden, weil er das einfach so cool fand, dass das so eine militärische Einheit, aber wie eine Glaubens,
Sekte funktioniert, dass die Machtstrukturen und dass man nicht mehr der Vernunft folgt, sondern man folgt halt dem Führer. Also innerhalb der SS war Adolf der Gott. Also die Parallele zwischen dem Orden und der SS, sozusagen, wenn ein Orden dann Gott glaubt, dann ist sozusagen die SS hat an Hitler geglaubt. Und die Strukturen innerhalb der SS wurden dann mit Absicht so gemacht, einem christlichen Orden nachempfunden. So hat er das sich ausgedacht und aufgebaut und so. Also alles Mögliche ist ständig mit dem Christentum verwoben. Ich sehe da keinen Atheisten. Ich sehe auch keine atheistische Idee, die zu sowas führt. Aber ich sehe ja, die Griechen haben damals ja offensichtlich auch gesagt, jupp, ihr seid welche von uns. Ja, und ich sehe halt ganz viele Ideen, die das Christentum vorher hatte, die aufnehmen. Aber ich sehe keine einzige Idee, die ein Atheist mal vorgebracht hat, die sich hier zunutze gemacht haben, um die Juden zu vernichten. Oder Homosexuelle oder Roma und Sinti. Ich sehe da keine einzige humanistische, atheistische Idee. Ich sehe da keinen humanistischen, atheistischen Menschen. Ich sehe nur Leute, die sich ständig aufs Christentum beziehen, sich selber als Christen bezeichnen und Ideen aus dem Christentum benutzen, um so diese Sachen zu machen. Ja, das ist ja eindeutig. Ja, mein Urteil ist jetzt nicht das Allergebildetste, aber das ist im Moment so, wie ich das sehe. Gibt es denn die Chance, dass das Christentum in Zukunft ohne Antisemitismus auskommt? Das finde ich eine super schwierige Frage, weil offensichtlich gab es zwischendurch Tendenzen oder Richtungen oder auch Kirchenvertreter? Ich meine, wenn man jetzt einem Christen sagt, dein Laden ist total antisemitisch, dann ist er ehrlich schockiert. Stimmt, wenn man heute den Christen sagt, eure Kirche ist von Grund auf mit antisemitischen Ideen durchdrungen, die über Jahrtausende gepflegt wurden, dann sind die Leute echt schockiert. Das stimmt. Das stimmt. Ist die Frage dann sozusagen, wie kann man diesen Schock überwinden oder kann man sagen, ich will die Kirche heute zu einer machen, die das nicht mehr so macht? Ja, aber da sind wir dann wirklich bei so einer Frage, wie Antisemitismus heutzutage funktioniert, ne? Mhm. Da kommen wir ja auch noch zu. Aber es gibt halt, da gibt es halt von bis, also die Beispiele, die du jetzt eben aufgeführt hast, ne, das sind ja wirklich, ist schlimme Hetze, ganz eindeutige Schmähungen und Beschimpfungen. Aber was es halt in ganz vielen unterschiedlichen Schichten gibt, ist dann sowas wie so ein Stereotyp oder naja, irgendwas ist ja mit denen auch komisch. Mhm. Ja, Juden, also das ist jetzt nicht mehr so krass ausgeprägt, aber das ist halt so, und das ist ja interessant, da sieht man ja auch, woher das kommt. Das ist ja kulturell so verwurzelt, dass vielen das gar nicht auffällt in dem Moment, dass sie, ich sage jetzt mal, wertfrei im Stereotyp unterliegen oder einem Vorurteil oder einem Antisemitismus, weil das so wirklich auch in die Kultur so eingeschrieben ist, dass einem das gar nicht mehr klar ist. Und klar, ne, dieses krasse oder die waren mit Schuld an dem Holocaust oder so, würde man zurückweisen, aber dass die Juden vielleicht ein bisschen komisch sind und auch die Welt vielleicht doch beherrschen. Tja, das ist schwierig. Also kann man als gläubiger Christ, der die Bibel als offenbarende Schrift ansieht, Christentum praktizieren, was keinen Antisemitismus oder Antijudaismus hat? Das denke ich schon. Als strenger Christ, wenn man ganz nah an der Schrift arbeitet, wahrscheinlich nicht. Schwer. Meinst du nicht? Aber weil heutzutage kaum noch jemand ist, der sich selber als strengen Christ bezeichnet, sondern mehr so als Wischiwaschi-Christ, würden wir die bezeichnen. So, ja, für die Leute ist halt, was ist Christentum? Nächstenliebe. Das sagen ja alle. Und wenn du das so siehst und gar nicht mehr so richtig die Bibel liest, würde ich sagen, ja, Wischiwaschi-Christentum ist wahrscheinlich nicht so antisemitisch. Die Frage ist, ob sich das Christentum nochmal für sowas eignet, wenn jetzt solche Tendenzen in der Gesellschaft und in der Politik wieder aufstarken, ob es dann wieder möglich ist, aus diesem Nährboden wieder sowas zu schöpfen. Oder, also, bei meiner Meinung nach, in den Schriften ist das drin. Also, Ich sehe das ganz genauso. Das ist da drin, das ist aus historischen Gründen da drin. Das war, wie das damals war. Deshalb haben wir das da reingeschrieben, ganz bewusst auch aus politischen Gründen. Und ja. Was ist da jetzt? Und das heißt, die Wischiwaschi-Christen, da braucht nur mal jemand kommen und sagen, aber ich habe doch hier nachgelesen, da steht's sind doch unsere Feinde. Und dann ist halt die Frage, wenn die Erinnerung an den Holocaust nicht mehr da ist in der Form, diese Motivation auch, irgendwie müssen wir doch aufpassen, dass sowas nicht nochmal passiert, weil er war ja schon irgendwie blöd. Wenn das nicht mehr so da ist, dass sich das wieder, ja, dass das dann wiederkommt. Mhm. Also ich glaube, Juden können jetzt sicher sein auf der Welt, wenn es kein Christentum mehr gibt. Ja, es gibt ja auch immer wieder Beispiele, dass das heute noch da ist. Zum Beispiel habe ich ja von diesem komischen Betritual erzählt, von diesem Karfreitagsfürbitte. Irgendwann haben die das doch geschafft, das umzuändern. Das habe ich vergessen gerade zu erzählen. Dann haben sie diese Anweisung rausgenommen. Aber Papst, unser super deutscher Razzi-Papst, der, das ist ja gar nicht lange her, ein paar Jahre her ist das,
der hat das wieder zurückgeändert. Er hat gesagt, nee, das bleibt aber drin. Das heißt, und zwar hat er das gemacht, weil er den Pius-Brüdern entgegenkommen wollte. Und die Pius-Brüder sagen halt, wir sind antisemitisch. Die sind antisemitisch und die sagen das auch von sich. Und der Ratzinger hat gesagt, ja, die Pius-Brüder, die dürfen wieder, die sind wieder offiziell katholische Brüderschaft. Und hat er das, diese Karfreitagsfürbitte wieder zurückgeändert. Also jetzt steht es wieder drin. Und das ist ja gar nicht lange her. Das heißt, wenn er wollte die wieder zurückhaben und wenn die sich nicht an unsere Riten halten, dann müssen wir die Riten halt ändern. Irgendwie so. Und die Pius-Brüder schreiben dann zurück an den Razzi, ja, da vielen Dank. Aber ihr müsst nicht glauben, dass wir uns verändern, sondern unser Ziel ist es, euch so zu verändern, dass ihr wieder werdet wie wir. Also die Pius-Brüder sind die Super-Hardliner, das ist ja bekannt. So, aber dass den Pius-Brüdern jetzt so ein Entgegenkommen gemacht wird, zeigt ja, dass in der katholischen Kirche, das ist einfach noch da. Das ist nicht weg. Das im besten Fall ist denen das egal. Und deshalb machen sie es. Ja, genau. Und genau, und das ist natürlich auch ein Argument. Ja, aber es gab doch auch viele Christen, die gegen die Nazis waren und die Juden versteckt haben, gerettet haben. Ja, Bonhoeffer zum Beispiel. Wow, wow. Also es gab Menschen, die haben sich gegen das Nazitum gewehrt und haben im Untergrund Leuten geholfen. Natürlich gab es das. Und es gab viele von den Menschen waren bestimmt auch in der Kirche und Christen. Aber die wurden halt von der Institution Kirche einfach komplett alleine gelassen. Die Institution Kirche, katholische Kirche und reformierten evangelischen Kirchen, die haben solche Leute halt nicht, das war nicht mit Hilfe der Kirche, was sie jetzt gemacht haben, sondern es waren einzelne Menschen, die zufällig, manche waren Christen und andere halt nicht. So war das. Und deswegen heute so zu sagen, ja, aber es gab doch auch gute Christen. Ja, natürlich. Das ist kein Argument. Aber die Frage, welche Rolle spielt die Kirche in der Nazizeit, kann man halt nicht damit beantworten, dass man sagt, ja, es gab doch auch ein paar Leute, die nett waren zu den Juden. Also, ja. Das ist kein gutes, also überhaupt gar kein Argument. So, und ich muss sagen, es hat extrem lange gedauert, dieses Buch durchzulesen für mich, weil ich da mich mit ein bisschen schwer tue. Aber wenn ihr das machen wollt und vielleicht ein bisschen Ordnung in das Chaos bringen wollt, was ich jetzt gerade verursacht habe, in euren Köpfen vielleicht, dann kauft euch das Buch, es ist billig. Es ist von Reinhold Schlotz. Es heißt Von Golgatha nach Auschwitz, die Mitverantwortung des Christentums für den Holocaust und ist im Alibri-Verlag erschienen. Dankeschön, Till.